heiß heute. Du sagst es, Keule. Soll ich dir was verklickern? Was denn? Ich weiß auch nicht. Ach, das ist schön, dass wir uns immer einig sind. Ist viel cooler, zusammen unterwegs zu sein. Du blöder Raser! Der Trottel hat mein Haus völlig zerlegt. Tut mir leid, aber ich rede nicht mit Nacktschnecken. Wir haben alles gewonnen. Hey, jetzt reicht's aber, ja? Du hast alles vertilgt, du Lapp. Papalapap, es ist genug da. Ein komplettes Sechs-Gänge-Menü. Ja, so gesehen, mein kleiner Fridolin freut sich sicher drüber. Wow, hast du einen dicken. Hey, Slacks, wenn Fridolin so schön zugenommen hat, findest du nicht, wir sollten ihn in heißem Fett absieben? Was meinst du? Nix da. Och, du bist ein alter Spaßverderber. Hier sind wir genau richtig. 1 Million Cheeseburger zum Mitnehmen, bitte. Der ist ja voll niedelig. Der ist totgegangen. Nein! Spinnst du, Alter? Du bist doch nicht meine Freundin. Pfui, Deibel, Käferblasen ist voll Absturz. Aber er zuckt wieder, weißt du was? Ich nenne ihn Silvio. Aber jetzt muss er erst mal eine Runde heiern. Ja, und hier ist ein Bettchen für ihn. Sorry, Lette, aber das entspricht nicht meinen Sicherheitsbestimmungen. Aber sonst geht's dir doch gut, oder? Hier, eine Streichholzschachtel mit dem Kuscheltusch inside. Vielleicht hat er ja auch Hunger. Ha, der kleine Racker hat mich gezahnt. Hey, Finger weg, du Dieb. Das sind meine Cornflakes für Not- und Hungeranfälle. Ich will auch welche. Aber er hat doch Hunger. Mir doch egal, ob der Hunger hat. Ach ja, aber mir nicht. Das sind meine Cornflakes. Ich bin zu Kühlschrank. Hallo, Chef? Ich bin's. Es war alles korrekt. Ja, der VW-Bus, die zwei verrückten Enten. Der Kleine hat bestimmt einen tierischen Brand. Hey, das ist doch unsere letzte Spritzelbrause. Oh nein, meine geliebte Limo verschwendet. Was sollen die Pipettierungen? Schön das Schnäuzchen öffnen. Oh, ist das süß. Aber der Boy hat wie ein Großer. Wer glockt? Das ist ja für mich. Das ist bestimmt vom Kaugummi des Monatsclub. Befehl, Truppenaufmarsch beginnen. Ach, was soll schon sein? Silvio geht's bestens. Aber ich sag dir doch, Alter, wir haben ein riesiges Problem. Wow, eine richtige Familienzusammenführung. Das sind nur ein paar Freunde von mir. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Tickst du jetzt völlig aus? Jetzt bin ich wohl out. Ich verzisch mich in mein Zimmer. Ah! Wo sind meine ganzen Kaugummis? Ich mach euch breiig! Achtung, die verrückten Festen! Fleck, Fleck, die lagen mich an! Hilf mir doch, Hilfe! Tut mir sorry, Alter, aber du kriegst nur, was du verdient tust. Was sagen Sie, General? Das war doch ein guter Plan, oder? Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich bin ziemlich gut in solchen Sachen, oder wie jetzt? In der Tat, gut gemacht, Nummer 760-71124. Aber ein guter Soldat weiß, dass er solche brillanten Siege schweige zu genießen hat. Ich hab ein Full House, Könige oben. 6 Asse. Slacks, jetzt komm endlich wieder zu dir, Atze. Sag denen, die sollen die Fühler einziehen. Nö, das ist nur zu deinem eigenen Besten, Keule. So lernst du wenigstens was. Ach ja? Hör mal, die haben mit Fridolin extrem abgefeiert. War das etwa zu seinem Besten, hä? Jetzt halt mal schön die Luft an. Was hat denn mein kleiner Dicker damit zu tun? Sieht so aus, als ob die Forelle ein bisschen polemisch wäre. Was sagst du jetzt?
Jetzt befreie ich dich mal. Sei so gut und mach's bitte vorsichtig. Warte auf mich, Onkel Pelikan, nicht so schnell. Ich bin wieder da. Kompanie, angetreten, das ist keine Übung. So, Mädels, jetzt zeigen wir euch mal, was Kakerlakenpower ist. Daneben. Alter, wir sind am Ende. Kannst du mir jemals je vergeben? Mach mir nicht den Arm nach, du Flenne. So einfach geben wir nicht auf. Wir sind die X-Ducks. Wir sind die Besten, die Größten und die Schönsten. Nur diese Käfer flanieren wir mit links. Glaubst du daran? Ja! Jetzt machen wir sie fertig! Und attackiert! Ja. Und fällt dir noch was Geniales ein? Nein, nicht wirklich. Gut gemacht, Jungs. Gratuliere. Mission erfolgreich beendet. Hier ist der Bus und jetzt wird's Zeit für das Bargeld. Hier, bitte. Hey, das ist nicht genug. Das ist immerhin der Bus der X-Ducks. Au! Jetzt zufrieden? Wunderbar. Weggetreten. Herrlich, das ist das Geschäft des Jahrhunderts. Angetreten, Jungs. Heute ist Zahltag und jeder bekommt seinen Anteil. Na tolle Wurst, der Bus ist Verschwindibus. Und bloß deinetwegen und deiner Tierliebe. Ja, und wegen deines tollen Spezialkaugummis. Hey, pass auf, was ist jetzt Phase? Eine niedliche kleine Eiche. Eines Tages wird eine riesige Eiche draus. Und gibt einen Haufen kleiner Schweine was zu fressen. Ich bin schweinenett. Ja, die sind sehr süß. Hm, wer bist du denn? Bist du ein Autogramm?